Bisweilen schienen die Flugobjekte den Gesetzen der Physik regelgerecht zu spotten. Geradezu regungslos hingen sie oft quasi schwebend in der Luft, stiegen dann mühelos empor, kippten zur Seite, trudelten, um dann wieder nur wenige Zentimeter über den Boden in den Schwebezustand überzugehen. In der Raiffeisenhalle in Mandelstadt fand die offene deutsche Meisterschaft Indoor-Kunstflug statt. Und am Abend gab es ein großes Showfliegen. 3, 2, 1.